Willkommen zurück, meine Freunde der seichten Unterhaltung, hier bei Terranigma im Schloss Toronia, oder wie das gerade hieß. Und wir hatten ja letztens den krassen Boss hier oben besiegt, da oben, drinnen da oben. Und er hat uns dann den Weg aufgemacht, da rechts. Und da werden wir mal nachschauen, was es da gibt jetzt da rechts. Das interessiert mich nämlich mal auch, was da jetzt gibt da rechts. Das interessiert mich halt mal auch. Wir machen hier noch was dazu. Weil wegen Erfahrung und Geld und so. Nehmen wir dann mal mitnehmen. Einfach mal so. Und dann nehmen wir sie doch mit. Wir machen zwar jetzt nicht so den überkrassen Imba-Damage, aber das kann ich schon sehen lassen. Die 25. Au, 16. Ah, mit 2, okay. Und ich glaube, jetzt ist leise. Okay, okay. Halt leise. Ja, ne? Da rede ich halt nicht gerade so viel. Kommt die Hintergrundmusik bestimmt ein bisschen mehr raus, war. Muss ich mal schätzen. Ich kann ja natürlich leiser machen. Bestimmt 3 gehabt. Ich versuche mal die mal ein bisschen leiser zu machen, die Musik. Oh, die war auf 50. 20, ne? So, müsste eigentlich reichen, denke ich mal, dass es jetzt ein bisschen leiser ist. Die war auf 50 eingestellt, die Musik. Wir haben es einfach mal auf 40 leiser gestellt. Und mal sehen, was der Red uns hier hinterlassen hat, hier hinten. Hier hinten. Oder hier hinten liegt. Oh. Sehr gut. Oh. So. Links oder rechts? Den hören wir mal an. Erstmal links rein. Blutskelett, yay. Egal. Was machst du, Großer? Okay. Der muss dann gerade schütteln. Oh, da hat er wieder so scheiß Dreck lange. Eispickel! Warum die gleich so? One-Raise? Oh, diesmal. Der kalte Hauch des Todes! Spiel mir das nicht vom Tod. Nur, ah. Machen wir jetzt mal 15 Damage. Ich bin jetzt ein bisschen mehr. Und 18, dann 16. Da kriegt man den noch schon eher. Denke ich mal. Yay! Turmschlüssel! Yay! Turmschlüssel! Yay! Boah, 32. Sehr geil. Die machen wir jetzt von fast One Hit. Mir fehlt nicht mehr. So, jetzt gehen wir hier oben nochmal rein. Was gibt's hier noch so? Two Skeletons. So, die Two Skeletons. So, dann gehen wir mal hier rein, einfach die kleine Lücke da. Einfach mal so spontan. Weil es nämlich was gibt, ne? Deopal lagert der Asche der Feuerstelle. Opal! Ein unter vier, die wir brauchen. Opal ist mit Rot, oder? Sind die Opale rot? Ja, ne? Ich glaube. Wir können hier nochmal einen Check machen. Ja, ist rot. Ha, Bockstopp. Opale rot. Ha, ha, ha. Ich wieder, ey. Der Wahnsinn. So. Sind wir hier, okay. Hier an der Außenmauer. Hier geht's hoch. Wo geht's hier so lang? Was geht dort lang? Okay. Was geht dort hoch? Wo geht das dort hinten lang? Ich hab mich schon mal gefragt, wo das hier lang geht. Verflucht verschlossen.
Nö, nö, warte. Benutze Turmschüttel. Gehen wir jetzt wieder in den tiefsten Keller hier, oder was? Wieder so ein dicker, auf kleinster Raum hier, das ist uncool. Natürlich, den Zwanzig. Uncool. Waren wir schon mal drüben drin? Zack, offen. Was gibt's hier? Ding 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 ding. Die Musik ist immer noch herrlich. Ja, ja, erhält einen Kristall, Mann, Dude. Ach ja. Rennt im Schiat. Zum ganz schön Damage. Oh, was denn hier? Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Aber wir stecken trotzdem rein. Hey, das ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme, egal. Shoji steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Das Wasser ungefähr. Abwehrelixier, yay! Klein Nein mit dem Zeug. Es verkommt. Klein Nein. Abwehr steigt um 1. Die Farbe sieht cool aus irgendwie. Das Blau. Hm. Oh, hier geht's hin. Gesang. Find's irgendwie cool. Na, Digga. Ist noch mal hin aufs Restblatt haben. Da haben wir jetzt am Schild. Find ich voll cool. Find ich so gut, ey. Aber macht trotzdem noch krass wenig Damage, finde ich. Ja. Geht. Naja. Machen wir halt mal ein bisschen weiter, ne? Hier, oh, egal. Gehen wir gleich mal auf der andere Seite. Hier waren wir nämlich auch nicht auf der anderen Seite. Gucken wir uns da noch bis auf der anderen Seite. Jetzt ist wenigstens das Wasser mal schön blau. Königsblau. Das ist schon mal sehr gut. Verbuch verschlossen, Verbuch verschlossen. Zimmer verschlossen, so. Das sind wieder unsere altbekannten Freunde. Wieder die Kakao-Musik. Yay, mein Geld. All of Gold. Ja. So ist das dann mal nämlich. Yay, schon wieder. Wo geht's da unten noch? So. Geht leider los. Den einfach nochmal platt hier und lassen uns treffen wie Sau. Cool. Das ist ja echt ein Artzoom. So, gehen wir wieder hoch. Skeletors. Leute, ihr Geld nehmt immer mit Geld. Geht immer. Jo, Geld. Das geht so ab, Mann. Geld. Au. Boah, Geld. Sehr gut. Dieses Geld. Oh, jetzt geht's noch weiter nach oben. Okay.
mal wieder so ein Blau. Oder lila. Lila-blau. Ich glaube, die geben die mehr Erfahrung, ja, ne? Ich glaube, die geben sogar mehr Erfahrung. Experience Points. Wo ist jetzt trotzdem noch was? Treffchen irgendwie nicht mehr so gut. Okay, das ist bestimmt Treffen, gut. Gut. Yeah, endlich. Drüber ist neu, ne? Nehmen wir einfach mal die Erfahrung mit. Kann ja nicht schaden. Ja, was vielleicht halt noch so groß quatschen. Boah. Wie geht's euch so? Alles klar? Bestimmt, ne? An diesen etwas kälteren Tagen jetzt draußen. Geht's eben halt auch nicht immer so ganz gut. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, jetzt sind wir hier oben. So. Wo müsste der Schlange da unten? Das wäre auch gut geworden. Und schon das mir ja ausgerüstet. Mehr kommt, glaube ich, trotzdem noch nicht. Warte mal hier rüber. Huch! Wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Joji, schau! Die Wand des Turms ist auf der anderen Seite. Oh, ein Auge ist rot. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super. Doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft flattern? Bingo! Ich werde dich anschubsen, Mann, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1. Geht mal los. Wahnsinnsflucht. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Shoji Topaz. Ist Topaz blau? Ich weiß gar nicht, ob Topaz blau ist. Ich glaube, ne? Nee, das ist so bräunlich irgendwas. Das braune Auge ist das. Der ist das leidenschaftliche Auge und das braune Auge halt, ne? Gehen wir nochmal in die Kitchen. Oh, Level up. Level 20! HP 11! Stärke 2! Abwehr 2! Glück 3! Yay! Geile Sache. 20! So, 2020. Sind wir schon Level 20? Geht. Boah, dieses Geld. Brauchen wir noch zwei Juwelen. Boah, jetzt kriegst du Geld en masse. What the fuck? 47. Wie viel mache ich jetzt bei dem? Oh, 28. 32. Oh. Stell dort drinnen bleiben. 32. Oh, 64, what? 32. Oh, jetzt machen wir aber ein Damage bei dem. Der Fu. 52. Ich bin zum Umstein One-Hit. What? Oh, hier waren wir gar nicht. Doch, hier waren wir schon. Boah, ziehen wir den 34 ab. Boah. Machen wir die erste 0, kommen wir nicht. Dann werden wir hier so viel krassen Damage abziehen. Fuck out. Echt fuck gut. Also, sehr gut. Man sollte nicht dieses böse Wort gebrauchen, ich weiß doch. Das ist nämlich sehr unschön. Dazu benutzen. Boah, 208. Okay. Gehen wir nochmal in den Keller.
Sehen wir mal, wo sie sind. Aua. Ich will es immer noch in Juwel finden, im Brunnen draußen. Da kriegt man noch ihn. Oh, ich guck mal, was hier immer kriege so. Was kriegt man denn hier in der Kiste? Da war schon reichlich. Bestimmt das hier oder was? Von denen. So, dann sind wir wieder bei 190. Davon habe ich immer noch reichlich. Schade. Wir müssen trotzdem noch irgendwie diese Kronleuchtersteuerung finden. Das ist mir gerade noch so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, wo die ist. Halt dann immer so. Wir müssen nämlich schon mal raus in den Brunnen. Da gibt es ohne einen, weil wir ja jetzt umgestellt haben wieder auf Frischwasser. Nutzbares Frischwasser. Nehmen wir den halt mal mit. Nehmen wir ohne mit. Erfahrungspunkte keine Schaden. Und Geld ohne. Das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Sapphire! Saphir, der ist aber blau. Der Saphir, ja. Der ist blau. Das wird sich vielleicht besser machen. So. Der blaue, das sieht man hier weniger. So, das ist schon gut so. So, ich weiß nur nicht mehr so, wo die Störung ist für den für die Kronleuchter. Das müssen wir noch finden. Das wäre ziemlich nice, das noch zu finden. Und noch Schaden abzukriegen. Und 64 Damage rein zu battlen. Nochmal 64 Damage. What? Okay. Okay, okay, das ist ja ziemlich krass. Ziemlich krass gut. Dum, 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 dum. Genau diese hier müssen wir noch runterkriegen. Diese da hier. Ist das irgendwo hier? Das ist cool, was bei Gemach. Gemach, Gemach, mein Freund. Haben sie gemacht. Auch kein Ding jetzt. Jetzt sind sie echt kein Ding, ne? Was? Wie der Unterschied da ist zum Damage? Das ist der Wahnsinn, ey. Ich finde das krass. Die Exponential, die Damage-Kurve ist. Schon krass. Ich dachte, hier steht noch irgendwo. So, Geburtstag von den Söhnen oder so. Das war noch Raum. Ein Bett. Okay. Okay. Den brauchen wir doch schon, oder? Ein Kraftelixier. Oh, geil. Ich glaube, beim ersten Mal gekriegt, ne? Aber echt sieht aus wie ein Klaumann. Stärke steckt immer eins. Wow, wow. Oho. Like a Pro. Leider nicht, Bro. Ja, nicht. Da werden wir wahrscheinlich nie rankommen. Oh ja, wieder die. Oh, wieder der Sprung. Den ich wieder sehr packen werde. Gleich auf Anhieb packen werde. Ja. Sehr schön. Jetzt aber, ey. Meine Verreise. Dieser Sprung, ey.
Ja, wo ist jetzt halt die Steuerung für die Kronleuchter? Das weiß ich gerade nicht so. Das wäre ich echt gerade nicht so. Das ist mir so ein bisschen ein kleines Rätsel noch. Oh, was? Das ist ja der krasse Wahnsinn. Kapelle ist nicht mehr. Okay. Kapelle ist nicht mehr. Okay. Ja, dann halt nee. Bam. Okay, 2000 oder 2000. Oh ne, ich habe morgen ganz guter Platz. Werden wir uns nämlich mal in der nächsten Episode wiedersehen, meine Freunde. Ich möchte mal hier mal einen Schnitt machen jetzt. Und mir auch mal was zu essen machen, weil es jetzt schon früh zum 8 ist und ich schon mal die Nacht durchgemacht habe. Haha, egal. Was tut man hier alles, ne? Vielen Dank für euer Zusehen. Bis zum nächsten Mal und haut mal rein und chill mit Ö. No, also, mach's gut.